Ich habe das Gefühl, ich werde eine völlig andere. Es bin doch nicht ich. Immer war ich eine Frostbeule und jetzt schwitze ich wie ein Schwein. Vor allem nachts. Es ist so würdelos. Und was man ausschwitzt, das fehlt einem dann woanders. Man trocknet aus wie die Wüste. Du auch? Es sind die klassischen Beschwerden der Wechseljahre, denen die Heldinnen in der ZDF-Serie Klimawechsel von Doris Dörrie mit viel Humor den Kampf ansagen. Bleibt wohl nur weniger essen und Kalorien zählen. Ich esse nichts! Verantwortlich für Gewichtszunahme, Hitzewallungen und Haarausfall ist die hormonelle Umstellung, die etwa ab dem 40. Lebensjahr beginnt. Der weibliche Organismus produziert immer weniger die Sexualhormone Östrogen und Gestagen, bis er ganz damit aufhört. Etwa mit Anfang 50 tritt dann die Menopause ein. Obwohl diese Vorgänge im Körper natürlich sind, leidet etwa ein Drittel der Frauen sehr stark unter den Wechseljahresbeschwerden. Sie können sich die fehlenden Hormone verschreiben lassen, auch wenn die Therapie immer wieder in der Kritik steht. In den 90er Jahren wurde die Behandlung mit Östrogenen und Gestagenen vielen Frauen empfohlen. Damit sollten nicht nur Wechseljahresbeschwerden behandelt, sondern auch Altersleiden wie Osteoporose, Demenz oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorgebeugt werden. Dann aber kam es zu einem Verschreibungsstopp. 2002 wurden die erschreckenden Ergebnisse einer amerikanischen Studie veröffentlicht, die an 16.000 Frauen untersucht hatte, ob sie von der Hormontherapie und ihrer Prophylaxe gegen Herzerkrankungen profitierten. Unter den Teilnehmerinnen, die eine Hormonkombination von Östrogen und Gestagen erhielten, gab es aber sogar mehr Herzinfarkte. Besorgniserregend war zudem ihr höheres Brustkrebsrisiko. Seitdem sind viele Frauen verunsichert und informieren sich über die Nebenwirkungen der Therapie. Vor allem das Brustkrebsrisiko macht ihnen Angst. Selbst unter Fachärzten gibt es unterschiedliche Auffassungen. Befürworter machen seit kurzem darauf aufmerksam, dass die WHI-Studie falsch interpretiert worden sei und zum Beispiel kein erhöhtes Krebsrisiko bestehe. Auch eine erhöhte Sterblichkeit sei nicht festgestellt worden. Kritiker der Hormontherapie sehen dagegen mehr Risiken als Nutzen. Die Gefahr an Thrombosen, Schlaganfällen oder Brustkrebs zu erkranken, steige nach wie vor durch die Therapie an. Zudem sei sie zwar geeignet, akute Beschwerden zu bessern, aber nutzlos im Hinblick auf die Prophylaxe schwerwiegender Erkrankungen. Eine Entscheidungshilfe gibt die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. In der Leitlinie Hormontherapie in der Peri- und Postmenopause werden sämtliche Risiken und Nutzen aufgezeigt. Am Ende muss jede Frau immer noch für sich selbst bewerten, wie stark ihre Beschwerden sie einschränken und sich dann für oder gegen eine Hormontherapie entscheiden. Wechseljahre sind keine Krankheit und vielen Frauen hilft in dieser Zeit schon Sport. Und die Männer? Ich würde mich erhängen, wenn ich eine Glatze kriegen würde. Auch Männer im mittleren Alter kämpfen gegen körperliche Veränderungen wie Gewichtszunahme oder Haarausfall. Hinzu können Antriebsschwäche oder Lustlosigkeit kommen. Ob diese Beschwerden auf einen abfallenden Testosteronspiegel zurückzuführen sind, ist fragwürdig. Denn das männliche Sexualhormon nimmt nur schleichend ab, schwankt im Tagesverlauf und ist somit physiologisch kaum messbar. Häufig sind es rein biologische Alterungsprozesse, die den Mann ereilen. Von einem krankhaften Testosteronmangel sind nur sehr wenige betroffen. Dennoch, die Verordnung von Testosteronpräparaten nimmt immer mehr zu. Die Pharmabranche hat die Männer als Kunden entdeckt und verspricht durch die Hormontherapie dem alternden Mann mehr Muskelmasse, Potenz und Vitalität. Doch Hormone sind kein Lifestyle-Medikament, sondern können gravierende Nebenwirkungen haben. Und ihre versprochene positive Wirkung konnte bislang noch nicht bewiesen werden.